tatsächlich Kathi Gallhuber ist hier an dritter Stelle vorneweg. Wendy Hollener, die silberne, die neue Olympiasiegerin, Frieda Hansdotter in der Mitte und unglaublich. Wie die Zettel. Vor vier Jahren. Sie wollte heute wieder eine Wuchtelwette gewonnen. Hey, das lasse ich mir nicht entgehen. Katharina Gallhuber bringt die dritte olympische Slalom-Bronzemedaille nach Gösting zurück. Das hat Thomas Sikora 1998 gemacht. Das ist auch Kathi Zettel 2014 gelungen. Im Übrigen hat sich Zettel gleich per SMS gemeldet. Grandios hat sie geschrieben. Und jetzt eben ein drittes Mal Olympia-Bronze im Slalom geholt durch Katharina Gallhuber. Gemacht hat sie das und das ist eine kleine, aber feine Parallele zu Matthias Mayer, den wir vorhin gesehen haben. Ebenfalls mit Startnummer 15, das war die Glückszahl der Österreicher und Österreicherinnen am heutigen Tag. Ja schon, weil jetzt ist es einfach so, doch, jetzt ist sie da und jetzt spiele ich das erste Mal, wie sie sich anfühlt und ja, unglaublich. Also ganz glauben kann ich es nicht mehr, nicht. Das fühlt sich echt an wie ein Traum. Wie fühlt sie sich denn an? Einfach gut. Also jetzt, ich möchte mich in dem Zuge gleich bei allen bedanken, die was mich einfach auf meinem Weg unterstützt haben und ja, danke. Wie kann das jetzt genossen werden und was bedeutet das auch als Sportlerin für den weiteren Weg? Sie ist eine ganz junge Sportlerin am Anfang ihrer Karriere. Ja, es ist einfach einmal so die erste richtige Bestätigung, dass einfach die harte Arbeit sich auszahlt, bezahlt macht und ja, jetzt, ich freue mich, jetzt bin ich natürlich nur motivierter und es motiviert mich extrem und will einfach da weiterarbeiten und weiter dranbleiben und ja, ich freue mich schon auf das, was kommt. Göstling ist ein Slalomnest. Der Thomas Sikora war da unten auch, hat zugeschaut, hat natürlich applaudiert, die Katrin Zettel und ja, jetzt sie. Warum kann man da so gut Slalom fahren? Wir haben einfach einen extrem guten Skiclub, der was das gut aufbaut und uns einfach von klein auf Skifahren zeigt und beibringt und einfach, wo man Spaß hat. Und ja, ich glaube, das ist einfach der Grund, dass man ja, einfach so mit, wir sind früher auch viel Waldwegerl gefahren. Also ich bin nicht von klein auf in die Stangen gewesen und ich glaube, das macht es einfach aus. Stichwort Spaß haben, den haben Sie heute sicher noch. Feiern und es gibt noch einen Teambewerb, was ich weiß. Alles Gute für die nächste Zeit, für die Zukunft und genießen Sie den heutigen Tag. Danke, Kathi. Danke.